Das also ist das Wasserstoffauto zum selber bauen. Alles, was man braucht am Anfang ist, das alles zusammenbauen. Und dann wird hier, wenn ich es jetzt richtig mache, hier nur Wasser eingegossen. Das ist die Brennstoffzelle. Dann wird die Elektrolyse durchgeführt. Und später verwandelt dann die Brennstoffzelle den erzeugten Wasserstoff wieder in elektrische Energie. So, also zuerst steckt man einen Batteriesatz an und damit wird die Elektrolyse vollzogen. Hier mit so ein bisschen Batterie schaltet es. Hier müssen wir einschalten. Jetzt beginnt die Elektrolyse, der Innenbehälter hier. Und da entsteht innen drin Wasserstoff. Kann man richtig sehen, wie es nach unten sinkt, wie das Wasser nach unten sinkt, weil in der Kuppel Wasserstoff entsteht. Und dann, wie viel Wasserstoff wir schon erzeugt haben, ah, wir sind schon fast ganz unten. Wenn Bläschen hochsteigen, ist die Elektrolyse bereits vollzogen und die ganze Innenkuppel ist voll Wasserstoff. Jetzt brauchen wir nur die Batterie ausschalten. Jetzt ist genug Wasserstoff erzeugt. Wir ziehen die Stecker wieder ab, entfernen die Batterie. Die Batterie. Und jetzt ist das Auto schon fahrbereit, wenn wir die Stromkabel einstecken. So muss ich die Kamera mal ein bisschen abstellen. So, stecken hier ein. Und hier stecken wir auch ein. Und schon ist das Wasserstoffauto fahrbereit. Das läuft jetzt so lange, solange in diesem kleinen Zylinder Wasserstoff enthalten ist. Mal sehen, wie viel noch drin ist. Wie viel noch, ne? Steigt wieder. Wasser kommt rein, das Gas entweicht nach oben.